Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog und zwar um die Seite 32, um den Kompressorkühlschrank 46. Kompressorkühlschrank 46, ich habe hier zwei Kompressorkühlschränke 46, die sind genau gleich von den Abmessungen her, ein kleiner feiner Unterschied gibt es, die sind 38 breit und 52,5 hoch und ich habe hier eine externe Kühlmaschine. Bei der Auslieferung stehen die oben drauf und ich habe hier circa eine 1,5 Meter lange Leitung. So kann ich das Kühlaggregat, wenn ich zum Beispiel Nischentiefe habe, hinten hinstellen oder direkt mit dem Winkel an der Rückwand montieren. Dann habe ich die Möglichkeit, hier die längere Leitung, 2 Meter, 3 Meter ist eine Option, haben wir nicht am Lager. Wird etwa in einer Woche, eineinhalb Wochen Produktionszeit, fertigen wir das. Dann kann man zum Beispiel den Kühlschrank in der Pantry montieren beim Boot und das Kühlaggregat in der Backskiste. Wenn man dann aber durch einen Schott durchfahren muss, dann empfehlen wir noch Kupplungen dazu. Komme ich irgendwann später zu den Kupplungen oder ihr gebt einfach bei mir ein Wemo Kupplungen, Kältemittelkupplungen und dann solltet ihr auf die Kupplungen kommen. Weiter gibt es den Kühlschrank, der Standard, beide mit 12 und 24 Volt. Optional gibt es den mit 230 Volt Vorrangschaltung. Das heißt, ich habe 212 Volt Anschluss und einen 230 Volt Anschluss. Sobald ich beide anschließe, läuft er auf 230 Volt. Wenn der Nachbar den Stecker rauszieht oder ich habe Stromausfall, dann geht er zurück auf die Batterie automatisch mit einer kleinen Verzögerung von 68 Sekunden. Auch hier bei den ganzen Kühlschränken, die jetzt kommen, haben wir den Secop-Kompressor drauf. Secop ist ehemals Danfoss. Die bauen den besten Kompressor auf dem Weltmarkt. Sie bauen den seit 1968, das Vorgängermodell oder das Vorvorgängermodell. Von der Technik her eigentlich bewährt. Er wird jetzt von 8 Chinesen nachgebaut. Ja, etwas Schlechtes baut man nicht nach. Dieser 46er Kühlschrank findet man sehr viel, zum Beispiel im VW-Bus drin. Wenn ich natürlich nicht so viel Platz habe, so ein kleines Volumen, oder auf kleineren Booten, da kommt der Kühlschrank relativ viel in Verwendung. Der Kühlschrank vom Maß her mit den 38 cm Breite und 52 cm Höhe ist auch sehr verbreitet, nicht nur von Wemo, auch von anderen Herstellern. Aber was bei Wemo speziell ist, wir haben den Standardkühlschrank, den N, der hat hier oben ein Eisfach. Das trifft man eigentlich überall heute an. Wenn ihr sowas habt, dann habt ihr meistens sowas, aber Wemo bietet den F an. F heißt flacher Rückwandverdampfer und hier habe ich ein flaches Rückwandelement, durch das mehr Volumen, weil das Gehäuse bleibt das gleiche und kein Eisfach. Wenn ich die Leute im Laden stehen habe und fragen, welchen? Brauchen Sie das Eisfach? Brauchen Sie es nicht? Ja, wir hatten da noch nie was drin. Das ist sehr viel die Antwort, ja, ich brauche das, um schnell eine Dose Bier runterzukühlen. Ja gut, okay, das ist hier natürlich nicht möglich, aber da ich ja mehr Platz habe, kann ich die Dosen Bier vorm Trinken schon reinstellen. Beide haben eine Innenbeleuchtung, beide haben mechanischen Thermostaten. Das ist genau das gleiche, eben der große Unterschied zwischen N und F ist effektiv das Volumen innen drin und der Preis. Morgen mache ich ein Video, oder übermorgen, über den gleichen Kühlschrank, aber ein Stück tiefer, mit noch mehr Volumen. Gleiche Breite, gleiche Höhe, aber halt mehr Tiefe, durch das mehr Volumen. Und somit wünsche ich euch
Einen schönen Tag.